Mein Navi. Moin. 02. Mann, war gerade gut gelaunt, du. Ja. Ja, wenn wir gewinnen, ist alles gut. Ja, aber wir gewinnen heute aber auch. Ja, wenn du das sagst. Heißt Uwe van der Spiek. Spitzname bei den Baskets ist Uso. Wie jeder kennt beim Griechen, gibt es immer eine Uso dazu. Alle kriegen einen kleinen, ich kriege einen großen mit Eis und das Doppelte drin. Und so ist dann irgendwann mal der Name entstanden, Uso. Ich glaube, keiner in der Arena kennt meinen eigenen Namen oder meinen richtigen Namen. Oh, könnte auch ein Nachthemd werden, ne? Ach so, ja, da steckt ein bisschen was in die Hose vielleicht. Nein, das ist ja originell dann, ne? Ja, toll. Ja, da bin ich ja auch so reingeworfen worden. Gab es ja vorher noch nie. Das hat sich alles so entwickelt. Angefangen hat das dann mit dem ersten Six-Man. Malvin Papenfuß spielt heute in der MBBL. Kann man ja ausrechnen, der war früher 6, jetzt ist er, also geschätzte 18, 19. Dann mache ich das jetzt 12, 13 Jahre. Alles, was hier so liegt, das zieht er nachher an. Der ist eigentlich so schmal wie du. Und wenn er das alles anhat, ist er so fett wie so ein Huhn. Ja, und jedes Kind ist anders, ne? Und irgendwann hast du das Gefühl, du kannst irgendeinen beglücken, sogar die Eltern damit. Ne? Oh, jetzt kommt Franz, der lacht schon. Der will mit dir ein Foto machen. Aber es gibt dann auch natürlich auch Mädels, die sich mehr für Cheerleader interessieren als fürs Spiel. Damit muss man auch umgehen können, nicht? Aber irgendwie klappt das dann schon. Nina, das ist auch ein wichtiger hier. Ja. Athletiktrainer. Ich muss irgendwie was haben von den Baskets, egal was. Ja, und dann kam er natürlich mit dem Schuh an. Schuhgröße 52. Und ich war begeistert. Hab noch nie so ein Ding in der Hand gehabt und dann auch noch von Elvio auf China. Ja, und mit dem Schuh, hätte ich im Leben nicht gedacht, fing das dann an. Dann wurde man so heiß, nach jedem Spiel, nach jedem Jahr, Spieler gefragt. Aber ich habe nie gedacht, dass es so viele verschiedene Schuhe gibt. Jedenfalls nicht vor 20 Jahren. Und man kann eigentlich nie aufhören. Aber ich musste jetzt leider aufhören, weil mein Zimmer sonst gesprengt wird. Mein Heiligtum, Schuhe, Schals, Wimpel. Besonderheit, mit diesem Schuh, Elvia fing alles an. Dann hat die Sucht ihren Lauf genommen. Eigentlich wollte ich erst nur große Schuhe haben, dann wollte ich besondere Schuhe haben, von besonderen Spielern, aber es nahm kein Ende. Bobby Brown, den gibt es glaube ich nur einmal. Habe ich natürlich gekriegt. Das sind ungefähr 60 Stück. Ich hätte auch 100 haben können. Das ist auch ein besonderer. Jenkins. Gibt es nur einmal. Für Uso. Für mich. Wenn man die jetzt aneinander hält, hier die beiden. Der erste, Elvio und Jenkins. Sind das Welten. Mit dem würde, glaube ich, gar keiner mehr spielen hier. Steinhart, Stoff. Aber irgendwann hat meine Frau dann gesagt, so, jetzt hörst du mal mit auf. Ne? Und trotzdem, nach jedem Fußballspieler im Sommer, war da wieder ein Schuh, den habe ich mit nach Hause genommen. Ja. So, dieses Stück war eigentlich ein ganz normaler von Bonn, wo wir im Playoff gegen Bonn gewonnen haben, André Mangold. Wenn ich jetzt die Unterschrift noch hätte vom Bachelor, würde der im Wert unheimlich steigen, unbezahlbar für einige Leute. Ja, was Besonderes ist natürlich so nah beim Team zu sein. Nach der deutschen Meisterschaft zusammen gefeiert, nach dem Pokalsieg zusammen gefeiert, Fotos gemacht, aus dem Pokal getrunken. Das macht ja kein normaler Zuschauer so, ne? Oder kommt da nicht ran, ne? So, das ist schon. Ich weiß zwar nicht, wie lange das noch gehen soll, aber bis jetzt geht's alles gut.